Tschüss Abwärtskompatibilität, hallo WLAN-Funktion. Und dafür soll ich fast 100 Euro mehr zahlen? Warum die neue Wi-Fi-Variante des JBL Charge 5 trotzdem gar nicht so verkehrt ist, erfahrt ihr in diesem Video. Bluetooth-Lautsprecher von JBL können meist mit einem für ihre Größe ordentlichen Klang punkten und auch die Produktqualität entspricht in der Regel einem sehr hohen Standard. Wie bei großen Marken üblich, könnte das Preis-Leistungs-Verhältnis allerdings oft besser sein. Für das große JBL-Logo müsst ihr mitunter tief in die Tasche greifen. Das wird gerade beim neuesten Modell deutlich, denn wirklich neu ist am Charge 5 Wi-Fi wenig. Trotzdem wurde er zur UVP von 250 Euro vorgestellt, während das Non-Wi-Fi-Modell hier schon für unter 150 Euro zu haben ist. Aber seht selbst, das Design ist nahezu identisch. Eigentlich wurden nur das Ausrufezeichen an den Seiten, jetzt mit WLAN-Symbol, und die Farbe verändert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der reguläre Charge 5 in 9, der Charge 5 Wi-Fi nur in einer Farboption erhältlich. Auffällig sind vor allem die goldenen Akzente, geblieben sind das großflächige Mesh auf dem Wasser- und staubdichten Gehäuse, die LED-Anzeige für den Akku und die nun minimal breiteren Gummifüße. Die verabschieden sich beim Vorgänger hier übrigens schon, obwohl wir ihn eigentlich nur im Büro genutzt haben. Ich hoffe mal, dass diese kleine Veränderung heißt, dass wir diesmal nicht mit einem so schnellen Verschleiß rechnen müssen. Unter der wasserdichten Klappe auf der Rückseite finden wir auch das charakteristische Merkmal der Charge-Serie wieder, einen USB-Anschluss, über den ihr euer Smartphone oder andere Geräte aufladen könnt, wenn auch nur sehr langsam mit 10 Watt Ausgangsleistung. Daneben haben wir einen USB-C-Port, mit dem die Box selbst geladen wird. Nach knapp 6 Stunden ist der Akku vollgeladen, die Laufzeit beträgt dann, je nach Nutzung, ca. 20 Stunden. Bisher alles nicht schlecht, aber für Kenner des Charge 5 auch nicht wirklich spannend. Kommen wir also zur großen Neuerung der WLAN-Funktion. Wie jeder andere JBL-Lautsprecher lässt sich auch der Charge 5 Wi-Fi ziemlich schnell per Bluetooth mit dem Smartphone, Tablet, Laptop und koppeln, um Musik abzuspielen. Über die neue JBL One-App kann er aber auch mit eurem WLAN-Netzwerk verbunden werden. Unterstützte WLAN-Funktionen sind Apple AirPlay, Amazon Multiroom Music, Chromecast und Spotify Connect, mit denen ihr die Wiedergabe ohne vorherige Bluetooth-Kopplung oder sogar ohne euer Handy starten könnt. Praktisch hierzu ist auch die neue Herztaste, mit der ihr ein gespeichertes Online-Radio oder eine gespeicherte Playlist starten könnt. In der App heißt diese Funktion Momente und hier könnt ihr einen Musikdienst mit der Taste verbinden. Allerdings ist die Auswahl auf Amazon Music, Calm Radio, iHeartRadio, Napster, Cubase, Tidal und TuneIn begrenzt. Andere beliebte Dienste wie Spotify zum Beispiel sind leider nicht dabei. Auch wenn euer Lieblingsdienst nicht die Momente-Funktion unterstützen sollte, bringt der Charge 5 Wi-Fi dennoch eine große Verbesserung gegenüber früherer Modelle mit sich. Denn wenn ihr einen Musikstreaming-Dienst mit Lossless Audio wie Tidal Hi-Fi oder Apple AirPlay nutzt, könnt ihr per WLAN eine deutlich bessere Klangqualität bei minimaler Latenz gegenüber Bluetooth genießen. Die beiden Modelle sind zwar scheinbar gleich aufgebaut, seit dem Charge 5 wird der Breitbandlautsprecher zum Beispiel in separate Hoch- und Tieftöner getrennt, trotzdem klingt die Wi-Fi-Variante gerade im direkten Vergleich ein ganzes Stück besser. Wir haben hier mal einen kleinen Klangvergleich für euch, aber bedenkt bitte, ihr schaut gerade ein YouTube-Video, wir halten Mikro an diese Lautsprecher, es ist völlig anders, wenn ihr euer eigenes Ohr live vor diesen Lautsprecher haltet. Vielleicht hört ihr den Unterschied nicht so deutlich wie wir hier im Studio. Direkt beim ersten Hörvergleich ist uns aufgefallen, dass der Klang des Charge 5 Wi-Fi ein ganzes Stück klarer ist, gerade die Höhenwiedergabe, obwohl die auch schon beim Charge 5, beim regulären Charge 5, deutlich besser war als beim Vorgänger durch diesen getrennten Hochtöner. Die App bietet außerdem einen Equalizer, der aber mit nur 3 Frequenzbändern eher weniger Spielraum bietet.
Neben dem hohen Preis gibt es noch ein Ärgernis, das mich persönlich und sicher auch viele Besitzer mehrerer JBL-Speaker da draußen nicht zum ersten Mal nervt: die Abwärtskompatibilität. Erst führte JBL vor ein paar Jahren die Connect-Funktion ein, mit der ihr zwei baugleiche Lautsprecher miteinander koppeln und als Stereopaar nutzen könnt. Bald darauf kam Connect Plus, mit der mehrere Speaker gekoppelt werden können. Der Xtreme 2, Pulse 3, Charge 4 und die Boombox unterstützen Connect Plus. Mit der letzten Generation JBL-Lautsprecher, dem Flip 5, Pulse 4, Xtreme 3, Boombox 2 und diesem Charge 5 4, wurde Connect Plus dann durch Party Boost abgelöst. Das Problem: Modelle der früheren Generationen können nicht mit den Party Boost Modellen gekoppelt werden. Mit den neuen Wi-Fi-Speakern, aktuell sind das nur der Charge 5 Wi-Fi und die Boombox 3 Wi-Fi, schmeißt JBL dann auch Party Boost über Bord, denn diese beiden Lautsprecher können nur über die neue JBL One App gekoppelt werden. Alle früheren Modelle lassen sich nicht verbinden. Wir fassen also zusammen: der JBL Charge 5 Wi-Fi ist durch seine Abstammung vom Charge 5 ein sehr guter Bluetooth-Speaker mit vielen praktischen Funktionen, dessen volles Potenzial aber erst in Kombination mit einem guten Streaming-Abo ausgereizt wird. Wobei ausreizen vielleicht das falsche Wort ist, da es sich letztlich doch um ein eher kleines, tragbares Modell mit begrenzter Treiberleistung handelt. Mehr Klangverbesserung hört ihr wahrscheinlich mit der Boombox 3 Wi-Fi, doch die kostet ganze 530 Euro. Das Wi-Fi-Upgrade kommt euch also in beiden Fällen teuer zu stehen. Rund 100 Euro Aufschlag sind es beim Charge 5, dafür fallen die Neuerungen zu gering, das Ärgernis über die fehlende Abwärtskompatibilität aber zu groß aus. Braucht ihr WLAN an einem Bluetooth-Speaker überhaupt oder greift ihr vielleicht lieber zu günstigeren Modellen, wartet vielleicht sogar auf den Charge 6? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. So oder so sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut!